Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute zeige ich euch, was ich bei der lieben Raffi gewonnen habe. Ich habe etwas gewonnen. Yay! Das Glück ist mit mir. Ich habe eine Look Fantastic Beauty Box gewonnen bei ihr. Und sie macht ganz viele Gewinnspiele. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und euer Glück versuchen. Und die liebe Raffi ist super sympathisch. Ich mag ihre Videos total gerne gucken. Sie macht Unboxings. Sie macht auch manchmal Make-up-Sachen. Und ist eine ganz, ganz liebe. Der Link zu ihr ist unten in der Infobox. Und wir schauen jetzt mal rein, was ich gewonnen habe, denn ich habe es natürlich wieder vergessen. Sie hat die Boxen vorgestellt gehabt, was man gewinnen kann, aber es waren drei, die sie verlost hat. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Im Deckel steht Do more of what makes your soul radiate. Ein schöner Spruch. Dann hat die Raffi eine ganz süße, das ist sie, die liebe Raffi, eine ganz süße Autogrammkarte mit beigelegt. Da steht drauf, herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn mit einem Herz. Und hier sind alle ihre Kanäle nochmal drauf auf der Karte. Finde ich total süß. Ja, genau. Instagram, TikTok, E-Mail und YouTube. Freue ich mich. Die Karte hebe ich mir auf jeden Fall auf. Die finde ich super süß. Dann hat sie hier noch ein Säckchen, ein Seifensäckchen, glaube ich, reingetan. Einmal Hair Fresh Ups Perfume Sheets. Ich glaube, das hat sie so mit reingetan. Und einmal diese wiederverwendbaren Wattepads. Dann ist hier Look Fantastic Beauty Box, das Heft zu den Produkten. Hatte ich lange nicht mehr so ein Heft in der Hand. Spannend, spannend. Bin ich mal gespannt. Dann kann ich euch auch was dazu sagen. So, hier ist der erste Blick in die Box. Die riecht auch ganz intensiv. Dann greife ich mir mal raus. Hier haben wir Percy and Reed Hair, I Believe in Miracles, Perfectly Perfecting Wonder Balm. Das ist ein Leave-In Balm. Gibt ein bisschen Kontrolle. Für mehr bessere Resultate, die länger halten und hält Friss, fern, 3 Tage Friss-free. Na Mensch, interessant. Gucken wir mal ins Heftchen. Das ist alles in Englisch und kostet 3 Pfund 15. Nein, kostet 8 Pfund. Ich war bei dem hier. Das hier kostet 3 Pfund 15. Habe ich es euch überhaupt gezeigt? Ich bin so aufgeregt. So sieht das aus. Dann haben wir hier Sun Drenched Body Wash, Gentle Golden Micellar Cleanser. Das ist einmal dieses Produkt hier. Mit einem schönen Zitrusduft und ein bisschen Schimmer. Hydratisiert die Haut. Ja, ist ein Duschgel. Sanftes goldenes Micellenduschgel.
Bei Auftreten von Reizungen die Verwendung sofort abbrechen. Nicht für das Gesicht geeignet. Ah, okay. Okay. Interessant. Dann haben wir hier was Kleines von Caudalie. Vino Perfect Serum Anti Tatches? Tackles? Tackles. Hier haben wir 10 Milliliter, genau. Soll man sich auf Gesicht und Hals auftragen? Ja, soll die Haut verbessern, Anti-Falten, Complexion Correction, also Complexion ist so das Erscheinungsbild der Haut verfeinern und so. Das ist doch auch ganz nett. Dann haben wir hier von Aiko eine Mascara. Eine Tübchen-Mascara und ich habe die Lash Alert Mascara. 4 Milliliter, kostet 10 Pfund. Und das Caudalie-Produkt mit 10 Millilitern hat 15,33 Wert. Das ist ganz schön viel. Ist das hier waterproof? Steht nicht drauf. Das ist gut. Ich mag nicht so gerne Waterproof-Mascaras. Sie lassen sich immer so schwer abschminken. Sehr cool, eine Mascara. Dann haben wir hier noch von Ahava ein Dead Sea Water Mineral Body Lotion. 8 Pfund kosten diese 40 Milliliter. Und es hätte da noch Sea Kist gegeben. Und ich habe aber die Water-Variante. Variante. Ja, doch, Variante. Ja, Mineral Body Lotion. Sehr schön. Und zum Schluss haben wir hier noch ein Mineral Blush in der Farbe Amaretto von Bella Pierre. Ich mag ja nicht so gern lose Blushes. Das kostet 15 Pfund. Ist auch nicht ganz meine Farbe. Ich glaube, das geht in ein Trash-Paket. Aber ich freue mich wahnsinnig über die Sachen. Vielen, vielen Dank nochmal, Raffi, dass ich bei dir gewinnen konnte, dass du immer so tolle Gewinnspiele machst. Finde ich super klasse. Ich mache immer mit. Und ja, meine erste Look Fantastic Box. Ich bin begeistert. Ich finde die Sachen schön. Und bis auf das Blush werde ich auch alles benutzen. Und dann guckt ihr mal meine Aufgebraucht-Videos. Vielleicht seht ihr dann das eine oder andere Produkt da wieder. Jo, und das war's schon mit dem Video. Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe bei der lieben Raffi und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif.